Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Bevor wir anfangen, eine Ankündigung bezüglich Klausur. Und zwar aufgrund einer Überlappung mit weiteren Klausuren haben wir den Termin verschoben. Der neue Termin für die Klausur ist 18. September in diesem Jahr, und ich hoffe, dass wir bis dahin die Klausur auf den normalen Weg durchführen können. Weitere Details dazu werden wir natürlich zu gegebener Zeit hier bekannt geben. Also merkt euch den neuen Termin, das ist der 18. September. So, wir sind immer noch in Kapitel 2, wo wir uns mit dem Menschen beschäftigen, mit Modellen des menschlichen Körpers. Und wir haben das letzte Mal einiges hier behandelt. Wir haben gesehen, wie wir zum Beispiel Kräfte und Momente in den Gelenken berechnen können. Wir haben dann uns sehr ausgiebig mit dem Laufzyklus beschäftigt. Sieht man hier nochmal auf der Folie dargestellt, die unterschiedlichen Phasen des Laufzyklus, also Standphase und Schwungphase, die unterschiedlichen Ereignisse, die die Perioden voneinander trennen, also 8 Ereignisse hier, und eine ganze Menge von Definitionen bzw. Betrachtungen zu Bewegungsräumen der einzelnen Gelenke, Drehmomente, die während des Laufens auftreten. Das ist für uns sehr wichtig, wenn es darum geht, Exoskelette in dem Fall jetzt für die untere Extremitäten zu entwickeln. Und nachdem wir uns die Gelenke, Knochen, Muskeln betrachtet haben, haben wir uns oder haben wir angefangen, uns mit dem neuromuskuloskeletalen System zu beschäftigen. Und wir haben hier praktisch das Konzept von den Neuronen, was über Axome hier über eine Motoendplatte an den Muskelfasern praktisch Informationen vom Rückenmark bzw. vom Gehirn zu den einzelnen Muskeln bzw. Muskelfaser transferiert. Es gab einige Fragen im Chat aus der letzten Vorlesung, und versprochen werden wir auf diese Fragen immer in der nächsten Vorlesung eingehen, damit auch alle das mitbekommen und auch vielleicht was davon lernen. Wir haben oder werden im Ilias auch eine Umfrage zu der Vorlesung machen und bitten um eure Unterstützung. Das heißt, wie können wir hier die Vorlesung verbessern? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Bringt es was hier? Müssen wir irgendwelche Themen anders behandeln? Also euer Feedback ist tatsächlich sehr zentral für uns und auch zu dieser frühen Phase, damit wir darauf reagieren können. Die Fragen, die letztes Mal kamen, und das habe ich sehr, sehr kurz behandelt bezüglich der Messungen von den Charakteristiken vom Laufzyklus, zum Beispiel mit Hilfe von Motion Capture Systemen, also beispielsweise mit dem Vicon-System hier. Das sind Kameras, die reflektive Marker, infrarotreflektive Marker tracken. Diese Marker sind am menschlichen Körper angebracht. Und die Frage war, was macht man damit? Also man muss sich vorstellen, das ist hier ein Beispiel, das ist ein Mensch vermarkert mit diesen Markern, und der von mehreren Kameras, 10, 15 Kameras, 10, 14 Kameras erfasst wird. Und da sieht man, was man bekommt. Das heißt, man bekommt durch diese Bewegungserfassungssysteme Trajektorien der Positionen der einzelnen Marker. Ja? Also das haben wir gesehen hier, das sind die Marker am Körper, ja, diese blauen Punkte hier auf dem Bild, und jetzt greift der Mensch hier und schenkt ein, und wir kriegen immer die Position, also X, Y, Z von diesen Markern.
Und was kann man damit machen? Man kann eigentlich vieles damit machen. Man kann zum Beispiel aus diesen Positionsmarkern die Gelenkwinkel berechnen. Ja, also das sind nur Positionen von Markern während der Bewegung und uns interessiert Ellenbogen oder Unterarmdrehung und so weiter. Das kann man natürlich berechnen. Man kann die gesamte Trajektorie zum Beispiel vom Massenschwerpunkt oder von der Hand hier, wie man sieht, auch extrahieren. Ja, also auf diese Art und Weise hat man viel Wissen oder kann man vieles extrahieren oder viel berechnen. Die Kraftmessplatten, die man hier sieht, die messen zum Beispiel die Ground Reaction Force, also die Bodenreaktionskraft, die beim Laufen auftritt. Also das ist nur jetzt hier eine, glaube ich, eine Kraftmessplatte. Aber in Laboren, wo daran geforscht wird, hat man mehrere solcher Kraftmessplatten, sodass man während des gesamten Laufzyklus die Kräfte, die auf dem Körper, also auf dem Fuß in dem Fall einwirken, messen kann. Dann die mechanischen Sensoren. Also statt dass man jetzt diese Infrarot reflektierende Marker auf dem Körper anbringt, man kann IMUs, also Inertial Messeinheiten auf dem Körper anbringen. Die messen die lineare Beschleunigung und die Orientierung. Also das sind so 6D IMUs. Und auf die gleiche Art und Weise, wenn man mehrere am Körper angebracht hat, kann man auch Gelenkwinkel berechnen, kann man etwas über zum Beispiel Orientierung des Körpers im Raum, was wichtig für Balancieren ist. Und die Kraftsensoren im Unterschied zu den Kraftmessplatten, das sind Sensoren, das sind hier kleine gewölbte Sensoren, wie man sieht hier. Das ist so ein Optoforce-Sensor. Und den kann man sich vorstellen an einem Exoskelett, zum Beispiel der unteren Extremität. Und wenn man sich bewegt, die Muskeln kontrahieren oder dekontrahieren, ändern sich natürlich die Volumina dieser Muskeln und somit auch die Kräfte, die man zwischen Muskel und Exoskelett misst. Und das sind auch Kraftsensoren, die wir hier einsetzen und auf die wir in der Vorlesung noch zu sprechen kommen werden. Also nicht nur auf die Sensoren, sondern darauf, wie man diese Kraftinformationen nutzt, zum Beispiel um die Steuerung von einem Exoskelett zu realisieren. Und Elektromyographie-Sensoren, EMG-Sensoren, das sind Sensoren, die tatsächlich diese Aktionspotenziale der Muskeln, die wir das letzte Mal kennengelernt haben, messen. Ja, wir haben gesehen, dass Signale, die über die Nerven zu den Motorendplatten geschickt werden, die bewirken eine chemische Reaktion, ja, zwischen der Motorendplatte und Muskelfaser. Und die Höhe oder die Größe von diesem Potenzial oder von dieser Spannung, die dort an diesem Kondensator sozusagen entsteht, die kann mithilfe von diesen EMG-Sensoren erfasst werden. So, das war zu dem, was wir das letzte Mal kennengelernt haben. Wir sind stehen geblieben bei den Motoneuronen oder wir werden heute weitermachen und wir werden nach einer kurzen Wiederholung die Motoreinheiten, also Motorunits, kennenlernen und wir werden die sensorischen Rezeptoren, weil das ist wie in jedem Regelkreis, wir schicken ja über diese Motoneuronen Informationen vom Rückenmark oder vom Gehirn zu den einzelnen Muskeln, damit sie kontrahieren, dekontrahieren. Aber wir brauchen ein Feedback und dieses Feedback bekommen wir über sensorische Rezeptoren. Wir werden ganz speziell hier auf Rezeptoren der Haut eingehen, also die sogenannte haptische Perzeption bzw. das somatosensorische System, mit dessen Hilfe wir Informationen über Temperatur, über Beschaffenheit der Umgebung, über Schmerz, über auch Gelenkwinkel, wie die Hand zum Beispiel konfiguriert ist. Und dann werden wir ganz kurz hier ein Modell des menschlichen Körpers kennenlernen, was wir hier in unserer Forschung einsetzen. Also was hier sowohl die Kinematik als auch die Dynamik und bestimmte Parameter
das globale Parameter des menschlichen Körpers repräsentiert, um daraus die einzelnen Segmentlängen, Massenschwerpunkte abzuleiten. So, Motoneuronen, wir haben gesagt, das sind funktionale Einheiten, die Informationen vom und zum zentralen Nervensystem übertragen. Also das sind hier die Zellen von so einem Motoneuron, das nennt man auch Soma. Und das ist in dem Rückenmark und das sind hier Synapsen, die natürlich zu anderen Neuronen gehen, nennt man auch Dendritis. Und über diese Axiome, wie man hier sieht, wird die Information vom zentralen Nervensystem oder vom Rückenmark zu den Motorendplatten. Die Motorendplatten, die keine physikalische Verbindung mit der Muskelfaser haben, sondern so eine Art Kondensator hier mit der Muskelfaser aufbauen. Und da sieht man hier, wenn diese Signale hier ankommen, dann erfolgt eine chemische Reaktion in diesem sogenannten synaptischen Gap. Und diese chemische Reaktion überträgt dann die Informationen, die vom Rückenmark oder vom Gehirn gesendet wurde, zu den einzelnen Muskeln oder Muskelgruppen. Und wir haben das letzte Mal gesagt, das ist eine chemische Reaktion. Das ist also ein Spalt und diese Signale, die geschickt werden, die führen dazu, dass bestimmte Ionen sich verschieben, Natrium-Calcium-Ionen. Man sieht hier das Ganze so schematisch dargestellt, welche Potenziale hier entstehen, Aktionspotenziale, die man dann tatsächlich mit diesen EMG-Sensoren misst. Das sind hier, wie man sieht, von minus 70 bis plus 30 Millivolt. Das sind die Bereiche, über die man hier redet. Also sehr, sehr kleine Signale, die man natürlich sehr genau auch oder für die man entsprechende Sensorik braucht, um sie zu erfassen. Und diese Aktionspotenziale, nochmal hier betont, die sind das Ergebnis einer chemischen Reaktion und nicht irgendeine kontaktbasierte Reaktion wie Anpeaks in dem Muskel, damit der Muskel kontrahiert oder dekontrahiert. So, das sind die Motoneuronen und ein Motoneuron, wie wir das letzte Mal auch erwähnt haben, kann Kontakt zu einem oder mehreren Muskelfasern haben. Ja, also wir wissen ja, in einem Muskel gibt es ja eine Vielzahl von Muskelfasern und die sind auch unterschiedlich und ein einzelnes Motoneuron kann praktisch mehrere Muskelfaser innervieren. Ja? Und da ist hier tatsächlich das Verhältnis, wie viele Muskelfaser werden von einem einzigen Motoneuron innerviert. Das ist ein sehr wichtiges Verhältnis. Wenn dieses Verhältnis sehr klein ist, das heißt, wir haben fast pro Muskelfaser ein Motoneuron, dann kann man sich vorstellen, dass man sehr feinfühlige Kontrolle oder Steuerung der einzelnen Muskeln realisieren kann. Also beispielsweise in der Hand oder im Gesicht oder Augenbewegungen oder ähnliches. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir im Homunculus, wie wir in der ersten Vorlesung gesehen haben, auch diese überproportionale Größe der Bereiche, die der Hand bzw. dem Gesicht zugeordnet sind, gesehen haben. Weil wir brauchen tatsächlich, um diese Vielseitigkeit der Bewegung der Hand oder der Gesichtsmuskulatur, um Sprache, Mimik und so weiter zu generieren, brauchen wir sehr dedizierte Steuersignale für die einzelnen Muskeln. Also das heißt, wir haben ein sehr kleines Verhältnis von Neuronen zu Muskelfasern. In anderen Muskeln, also im Schenkel, also Bein oder in Armen, haben wir ein größeres Verhältnis. Das heißt, ein Motoneuron steuert mehrere Muskelfasern, wie 1 zu 1600, wie hier auf der Folie zu sehen ist. Und alle Muskelfasern, die zu einer einzigen Motoreinheit gehören, kontrahieren gemeinsam und zwar innerhalb von ein paar Millisekunden. Und die Kraft, die dann bei dem Muskel generiert
wird, die hängt von der Anzahl der Motoreinheiten, ja, die tatsächlich aktiviert werden. So, jetzt habe ich den Begriff Motoreinheit. Wir haben die ganze Zeit über Motoneuronen geredet. Und was ist also eine Motoreinheit? Mit einer Motoreinheit bezeichnet man alles. Also Neuronen, der Körper von der Zelle, die Dendritis, also diese Verbindungen, Axon, ja, die Verzweigungen der Axome und die Muskelfaser. Ja, also diese ganze Einheit von dem Neuron bis zu den Muskelfasern, die über die Motorendplatten von diesem Motoneuron angesteuert werden, das nennen wir alles jetzt eine Motorunit. Und es gibt im menschlichen Körper unterschiedliche Typen von Motorunits, und zwar drei unterschiedliche Typen. Und diese drei unterschiedlichen Typen, die korrespondieren zu drei unterschiedlichen Muskelfasertypen, die wir im menschlichen Körper haben. Und die sieht man hier auf der Folie dargestellt, also Typ A, Typ 2, Typ 1, Typ 2a und Typ 2b. Und die haben die Bezeichnungen Slow Twitch, ja, Fast Twitch Oxidativ und Fast Twitch Glucolytic, Glucolytiv. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber wahrscheinlich Glucolytiv. Und die drei Typen hier von diesen Muskelfasern, die gibt es tatsächlich in allen Muskeln, aber in unterschiedlichen Proportionen. Ja. Und Muskelfaser in einer Motoreinheit sind vom gleichen Typ. Ja, das haben wir ja vorher gesehen. Eine Motoreinheit ist von dem Neuron bis zu den Muskelfasern. Das heißt, wenn wir über Motoreinheit reden, dann haben wir Motoreinheit Typ A, Typ 2a, Typ 1, Typ 2a und Typ 2b. Und die unterschiedlichen Eigenschaften von diesen Motor-Units sind hier anhand von den Diagrammen abzulesen. Man sieht hier, die sind slow, das heißt eigentlich, die sind langsam. Und man sieht hier, dass sie nicht so schnell reagieren auf irgendwelche Stimulationen, dass sie irgendwelche Kräfte erzeugen, aber nicht so groß wie die anderen, wie Typ 2a oder Typ 2b. Aber dass sie diese Verspannung oder diese Spannung bzw. diese Kraft, die generiert wird, über längere Zeiten halten können. Im Gegensatz dazu sieht man hier bei Typ 2a oxidativ, also FR, dass sie sehr schnell sind. Ja? Also man sieht hier, ganz schnell können solche Spannungen oder Kräfte an einem Muskel angebracht bzw. generiert werden, dass sie aber schnell müde werden. Ja? Also nur für kurze impulsartige Kräfte bzw. Spannungen, die man braucht, aber nicht für dauerhafte Belastung von den Muskeln. Und Typ 2b sieht man, die sind auch schnell, also das ist hier der Kraftlevel, also vielleicht nicht so stark wie die anderen. Und auch die ermüden sich viel schneller als Typ 2a. So, warum haben wir diese unterschiedlichen Typen von den Muskeln? Weil wir ja unterschiedliche Aktivitäten wahrscheinlich machen. Also nochmal hier dargestellt, Typ 1, die Slow Switch, die haben langsame Impulsübertragung, also so 80 Meter pro Sekunde läuft der Impuls hier entlang der Axome bis zu den Muskelfasern. Eine langsame Kontraktion der Muskeln, ungefähr 70 Millisekunden, die generieren kleine Spannung hier, aber für längere Zeiten. Und die sind diese Typ A oder Typ 1 Motoneuronen dazu da, zum Beispiel, um die Gelenke zu stabilisieren im Körper oder um die Haltung des Körpers zu halten, ja, oder stabil zu halten. Und die werden hauptsächlich für repetitive Aktivitäten, zum Beispiel Tippen oder
Aktivitäten von großen Muskeln beispielsweise beim Joggen hier verwendet. Typ 2a, die haben eine sehr schnelle Kontraktionszeit, also 30 bis 50 Millisekunden. Die sind mehr resistent gegen Ermüdung als Typ B, wie man hier sieht. Also die halten ein bisschen länger aus, diese Spannung hier, während Typ 2b für kürzere Zeiten solche großen Kräfte hier auftreten bzw. gehalten werden können. Die generieren also moderate Spannung über längere Perioden, also größer auf jeden Fall als 1b, und die sind so für Aktivitäten wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Im Gegensatz dazu 2b, die werden innerviert mit großen sogenannten Alpha-Motoneuronen, und diese Alpha-Motoneuronen oder mit diesen Alpha-Motoneuronen werden Impulse sehr schnell, also mit großer Geschwindigkeit verschickt, also bis zu 100 Meter pro Sekunde. Das führt natürlich dazu, dass man eine sehr schnelle Kontraktion der Muskeln hat, also 30 bis 40 Millisekunden, also die schnellsten von allen. Und man kann natürlich große Kräfte oder Verspannungen hier erzeugen, aber wie man sieht hier, die ermüden sich sehr schnell. Die haben ein sehr großes Neuron zu Muskelfaser, sehr großes Neuron zu Muskelfaser Verhältnis. Das heißt, ein paar Neuronen oder ein Neuron steuert ein Tausendi von Muskelfasern. Und die sind hauptsächlich in den großen Muskeln des Körpers zu finden, ja, also mit einer großen Proportion. Wir haben gesagt, dass alle Motoneuronen in allen Muskeln vorkommen, aber mit unterschiedlichen Proportionen. Und die haben größere Proportionen in den großen Muskeln des Körpers, und die werden benutzt für Sprinting oder Gewichte heben oder Springen. Also solche Aktivitäten, wo man kurzzeitig große Kraft oder Kontraktion in dem Kraft und letztendlich Kontraktion bestimmter Muskeln benötigt. Das Ganze ist zusammengefasst hier in dieser Tabelle, also die unterschiedlichen Typen S, FR und FR. Und da sieht man hier die Angaben zu Größe, zur Ermüdung von den einzelnen Typen beziehungsweise zu der metabolischen, die Art und Weise, wie metabolischer Stoffwechsel hier erfolgt. Und Kontraktionsgeschwindigkeit und Anzahl der Muskelfasern. Ja, also man sieht hier ganz wenige Muskelfaser bei Typ 1, aber viele Muskelfasern. Das heißt hier ein großes Neuron zu Muskelfaserverhältnis, während hier haben wir ein kleines Neuron zu Muskelfaserverhältnis. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier praktisch den Controller, also da wird irgendein Signal geschickt und dieses Signal landet auf der Motorendplatte über eine chemische Reaktion, kontrahieren unterschiedliche Muskelfaser, je nach Aktivität, die hier betrachtet wird. Nun brauchen wir, wie ich bereits erwähnt habe, auch Feedback. Ja? Das heißt, wenn das hier unser Motoneuron, der vom Rückenmark die Information hier zu den Muskelfasern schickt, dann brauchen wir irgendeinen Rückkanal hier, ein Feedback, der uns sagt, naja, wie fühlt sich eigentlich der Muskel? Wie stark ist der Muskel jetzt kontrahiert, dekontrahiert? Wo befindet sich ein Gelenk? Und so weiter und so fort. Und das kennen wir natürlich aus technischer Sicht. Das ist, was wir bei einem geschlossenen Regelkreis einen Sensor nennen. Das heißt, hier haben wir auch Sensoren, die Informationen über Ereignisse wie Ausdehnung der Muskeln, Druck, Temperatur und so weiter und so fort, die Verspannung in einem Muskel beziehungsweise Schmerz an einer Extremität, an Fingerspitzen beispielsweise. Und
Diese Sensoren sind notwendig. Die sammeln diese Informationen und schicken diese Informationen natürlich zurück hier zum motorischen, zum Rückenmark und werden dann entweder im Rückenmark behandelt oder natürlich im Gehirn behandelt, je nachdem, was für eine Art von Information das ist. Und diese Sensoren bei uns Menschen, die sind verbunden mit dem Rückenmark mit Hilfe von Sensory Neurons. Ja? Also wir haben die Motor Neurons, jetzt haben wir die Sensory Neurons. Und das steht, glaube ich, alles hier auf der Folie, beziehungsweise was wichtig ist hier, ist auch eine Art der Bewegungsgenerierung, die man Reflexe nennt. Das heißt, wenn diese sensorische Information von einem Rezeptor Informationen ins Rückenmark bringt und diese Information triggert eine unvorhersehbare motorische Antwort, das nennen wir einen Reflex. Ja? Und dieser Reflex ist eine nicht willkürliche neuronale Antwort auf sensorische Stimulation, also auf spezifische sensorische Stimulation. Und die ist stereotypisch. Ja? Das ist ein stereotypisches Behavior in Zeit und Raum. Das heißt, man kann sie wiederholen unter den gleichen Bedingungen der Stimulation. Also bei den gleichen Stimulationen kann man tatsächlich diese motorische Antwort immer generieren. Und ein einfaches Reflex nennt man auch monosynaptischer Reflexbogen, ja, funktioniert wie vorher auf der Folie zu sehen war, dass wir die sensorische Information von Rezeptoren ins Rückenmark bringen und dort dann irgendein motorisches Response generieren. Das heißt letztendlich, wenn ich mal eine Folie zurückgehe, generieren, das heißt eigentlich Signale hier zu den Muskeln oder Muskelfasern über die Motoneuronen schicken, entlang dieser Axome, Motorendplatte, chemische Reaktion und dann Kontraktion von den Muskeln. So, und das sind ein paar Beispiele jetzt für Reflexe. Also ich glaube, jeder von euch kennt diesen Ausdehn-Stretch-Reflex. Ja? Das ist ein Reflexbogen, was sensorische Informationen zum Rückenmark schickt, als Antwort auf die Dehnung, ja? das Ausstrecken von einem Muskeln. Also jeder, der war schon mal vielleicht beim Arzt, der kriegt so mit diesem kleinen Hammer hier einen Schlag auf dem Knie und dann bewegt sich der Fuß hier nach vorne. Das ist natürlich so eine Therapiemöglichkeit, damit man sieht, dass alles gut funktioniert, dass diese Reflexgenerierung, die Motoneuronen, die Sensorneuronen und so weiter gut funktionieren. Das heißt, in dem Fall, wenn der Muskel sich ausstreckt, der Rückenmark schickt motorische Stimulation zum gleichen Muskel, um diese Kontraktion hier durchzuführen. Und wie ich bereits erwähnt habe, wir erfassen irgendwas hier am Muskel. Da sieht man hier an den Muskelfasern, geht hier rein in den Rückenmark und dann wird diese Steuersignale oder diese motorische Stimulation zum Muskel verschickt, damit man halt dieses Reflex realisiert. Es gibt, das ist ein sehr komplexes Thema, Reflexe beim Menschen. Es gibt so, man unterscheidet zwischen einfache und komplexere Reflexe. Und einfache Reflexe sind zum Beispiel dieser Flexor-Reflex. Sieht man hier, wenn man jemanden hier mit einer Nadel am Finger sticht, dass man die Hand zurückzieht. Ja? Also das heißt, diese Information oder diese Stimulation hier wird in den Rückenmark hier über diese Sensorneuronen geschickt und von dort aus werden hier Steuersignale oder Stimulationen zu den Flexoren im Oberarm beispielsweise, um von der Quelle des Schmerzes hier wegzugehen. Dann gibt es dieses gekreuzte Extensor-Reflex B, auch getriggert durch Schmerz. Ja?
Und ähnlich wie vorher verursacht aber eine Flexion auf dem stimulierten, auf der Flexion der stimulierten Extremität und eine Extension der anderen Extremität. Ja, also man sieht hier, das heißt, es ist eine Flexion von diesem rechten Arm, aber auch eine Extension vom linken Arm. Es gibt komplexere Reflexe und zum Beispiel Tonic-Neck-Reflex, das sieht man hier in dem Beispiel, und zwar der wird stimuliert durch Kopfbewegungen. Ja? Also man sieht hier, also wenn der Kopf sich nach rechts bewegt, ja, dann haben wir eine Flexion oder Extension von diesem Arm. Ja? Das hängt natürlich von der Richtung der Bewegung des Kopfes. Und das ist sehr gut zu merken oder wird beobachtet bei Neugeborenen. Dann gibt es Labyrinth-Reitening-Reflex. Und zwar, das ist das Reflex, wodurch man sich tatsächlich stabilisieren kann. Also diese Körperhaltung garantieren kann. So, das bringt also Informationen, also anhand von dieser Konfiguration vom Menschen, das heißt, wir haben ja Sensoren, die messen für uns die Konfiguration, dass man so gebeugt ist. Diese Information wird in den Rückenmark geschickt und der Rückenmark schickt es auch sogar weiter zum Gehirn. Das stimmt hier was nicht, muss ich mal die Folie korrigieren, so dass entsprechende Bewegungen vor Hals, vor die unterschiedlichen Extremitäten, also Beine bzw. Arme generiert werden, damit man die Balance bzw. die aufrechte Position oder die aufrechte Haltung hier garantieren kann. Also, das sind nur ein paar Beispiele, um darzustellen, wie praktisch hier diese Information oder das Zusammenspiel von Motoneuronen und Sensorneuronen hier im menschlichen Körper funktioniert. So, wir werden hier ein spezielles Sensorsystem kennenlernen, und zwar sensorische Rezeptoren der Haut. Ja, und die sind natürlich vielleicht am interessantesten, einmal weil das sogenannte somatosensorische System, also das System, was für die haptische Wahrnehmung beim Menschen eins der kompliziertesten, aber auch der wichtigsten im menschlichen Körper ist und auch für die Robotik natürlich von großer Interesse ist. Das heißt, wie kann man einem Roboter dieses Sense of Touch realisieren, dass Roboter durch Berühren von Objekten, von Gegenständen, von der Umgebung mehr über diese Umgebung oder über diese Objekte lernen. Und dort haben wir natürlich eine ganze Menge von sensorischen Neuronen. Ja? Also das sind Rezeptoren, Sensoren, die irgendwie die Informationen über die Umgebung, über den Körper, also Interaktion des Körpers mit der Umgebung erfassen und zum Rückenmark bzw. zum Gehirn weiterleiten. Und dieses somatosensorische System, also verantwortlich für haptische Wahrnehmung, ist ein sehr komplexes System und besteht aus mehreren Rezeptoren. Diese Rezeptoren, die sind also haben unterschiedliche Unterkategorien oder Unterklassen, zum Beispiel Thermorezeptoren, Nocizeptoren, Mechanorezeptoren und Chemorezeptoren. Und wie die Namen hier sagen, Thermorezeptoren, da können wir damit wahrscheinlich etwas, was mit Thermie, mit Temperatur zu tun hat, wahrnehmen. Nocizeptoren, das hat mit Schmerz zu tun, für die Leute, die Italienisch können. Also das hat mit Schmerz zu tun. Mechanorezeptoren, das sind irgendwelche Sensoren, die irgendwas Mechanisches wahrnehmen und dann aus der mechanischen Information irgendwas zum Rückenmark oder zum Gehirn schicken. Also zum Beispiel Kontakt, Druck, Deformation, Vibration und so weiter. Das ist alles Mechanik. Und Chemorezeptoren. Chemorezeptoren, das sind Rezeptoren, mit denen man beispielsweise Geschmack wahrnehmen kann. Ja? So, weil das ist ja auch ein Teil von der Haut, wo also Mund und ähnliches, mit dem wir auch Geschmäcker und ähnliches wahrnehmen können.
oder auch Geruch, ja, wahrnehmen können. Das heißt, es besteht aus mehreren Zentren für die Verarbeitung von diesen unterschiedlichen sensorischen Modalitäten, wie Proprozeption, das ist alles, was mit interner, also interne Sensorik oder Rezeptoren, die Gelenkwinkelpositionen, Kräfte in den Muskeln, Schmerz an irgendwelchen Organen wahrnehmen können. Touch, also Kontaktinformation, Temperatur und Schmerz. Und diese sensorischen Rezeptoren, die bedecken natürlich oder die sind ja in der Haut, ja, in Geweben, aber auch in den Muskeln, ja, in den Knochen beziehungsweise auch in den Gelenken und in den internen Organen des Körpers bis hin zum Kreislaufsystem. Weil das spüren wir ja alles. Also ihr spürt, dass euch irgendwas an einer Seite wehtut. Ja? Sei es jetzt in der Lunge, am Leber, an der rechten Seite und so weiter und so fort. Und ohne diese Rezeptoren beziehungsweise diese sensorischen Rezeptoren wären wir nicht in der Lage, diese Information zu bekommen. So, aber die haptische Wahrnehmung, und das ist, was wir kurz angucken wollen in dieser Vorlesung, mehr dazu in den Vorlesungen Robotik 2 und Robotik 3, besteht aus zwei Teilen. Einmal die Taktilität, das heißt alles, was mit Oberflächensensitivität zu tun hat. Wir können Temperatur von einem Objekt, wir können Druck auf einem Objekt, Vibration, wir können Rutschen von einem Objekt in der Hand und wir können Schmerz wahrnehmen. Das heißt, die Wahrnehmung von dieser Information oder die Sensation dieser Information erfolgt durch Stimuli in der Haut. Ja? Die andere Seite, beziehungsweise der zweite Teil der haptischen Perzeption oder der haptischen Wahrnehmung, ist die Propriozeption. Propriozeptive Sensorik in einem Roboter ist die gesamte interne Sensorik, die im Körper verbaut ist. Und das ist auch so der Fall beim Menschen. Das heißt, alle sensorischen Neuronen, also sensorische Rezeptoren, die für uns zum Beispiel die Position von einem Gelenk messen oder die Position, die Lage von einem Segment im Raum oder wie schnell bewegt sich überhaupt die Hand, wie viel Kraft wird jetzt gerade auf dem Arm ausgeübt, wenn ich jetzt eine Bierkiste hochhebe. Aber auch Endorgan, also das heißt auch Rezeptoren, die an Endorganen also an Endorganen sind, zum Beispiel in den Muskeln, in den Bändern, aber auch in den Gelenken. Und natürlich die Information, die man hier kriegt, die kriegt man nur durch Bewegung des Körpers. Ja? Das heißt, hier oben haben wir eine Stimulation der Haut und von dieser Stimulation der Haut bekommen wir etwas über Temperatur, Druck, Vibration, Rutschen und Schmerz. Hier, der Körper bewegt sich. Also durch Bewegungen des Körpers kriegen wir die Information über Position von Gelenke, über die Bewegung von einem Segment, über die Kräfte, die dabei auftreten und so weiter und so fort. Und Haptik insgesamt ist tatsächlich die Kombination aus beiden. Also diese Oberflächensensitivität, taktil, und diese Tiefensensitivität, die Propriozeption. Und wir gucken kurz jetzt nur die sensorischen Rezeptoren in der menschlichen Haut und vor allem die Mechanorezeptoren. Also alle Rezeptoren, die irgendwie mechanische Arbeit wahrnehmen oder mechanische Informationen wahrnehmen, ja, oder Stimuli, die basierend auf irgendwas Mechanisches wahrnehmen. Zum Beispiel Druck, zum Beispiel Verspannung und so weiter und so fort. Und man sieht hier, das ist so ein Stück von unserer Haut hier, und das ist klar, dass wir hier oben hier die höchste Sensitivität haben. Das wird erreicht durch die Meissner-Kapseln hier.
Diese Meissner-Rezeptoren hier, die sind tatsächlich für sehr sensitiv, also zum Beispiel Flächenbeschaffenheit und ähnliches. Und je tiefer wir gehen, desto weniger sensitiv wir sind. Also man sieht hier beispielsweise die Ruffini-Organe, das sind diese blauen Teile hier, die sind so ellipsoidförmig und man kann sich vorstellen, wenn ein Druck jetzt auf der Haut angebracht wird, dann ändert sich natürlich die Form hier und mit Hilfe von denen kann man Deformationen innerhalb von Gelenken wahrnehmen. Also das heißt, es ist so wie ein Gelenksensor, ja, anhand von der Deformation von diesen Ruffini Rezeptoren kann man wissen, wie stark ist ein Gelenk gebeugt. Ja? Und man kann auch hier zum Beispiel das Rutschen, wie rutschig ist es eigentlich an einer Stelle wahrnehmen. Die Merkel-Discs, ja, die Merkel-Discs, die sind hier ganz oben, das heißt, die sind auch sehr sensitiv und mit denen kann man sogar die Textur, also Informationen über die Textur einer Oberfläche wahrnehmen. Wenn man mit der Hand entlang der Oberfläche läuft, dann kann man wissen, ist es rau, ist es weniger rau und so weiter und so fort. Und man kann auch damit Druck wahrnehmen. Ganz oben, wie man sieht hier, beziehungsweise verzeigt hier und gehen nach oben, sind diese Nervenenden. Und diese Nervenenden, die sind dazu verantwortlich, dass man Schmerz, mit denen kann man Schmerz hier wahrnehmen. So, ich will auf die Details jetzt hier nicht stark eingehen, sondern ich will euch nur den Eindruck hier geben oder ein bisschen einen Überblick geben, was alles an unterschiedlichen Sensoren im menschlichen Körper vorhanden sind, die tatsächlich diese sensorische Information erfassen, zum Rückenmark und zum Gehirn leiten, um beispielsweise bestimmte Aktionen auszuführen. Und man sieht hier im Falle von der Haut, welche unterschiedlichen sensorischen Rezeptoren ja, involviert sind, um zum Beispiel diese Tasse hier zu greifen und zum Mund zu führen, um zu trinken. Ja. Was hier auf der Folie steht, was auf der Folie hier steht, ist natürlich das, was ich vorher erwähnt habe. Genau, ganz interessant ist das alles tatsächlich notwendig, damit wir das machen oder spüren oder fühlen, was wir normalerweise mit unserer Haut tatsächlich machen oder was unsere Haut uns erlaubt. Und wenn man guckt, was wir alles mit unserer Haut machen können, dann kommen vielleicht diese sechs unterschiedlichen oder sechs Explorationsprozeduren von Ledermann. Ja. Und da sieht man hier, dass basierend auf diesem haptischen Wahrnehmungssystem beim Menschen man das Gewicht von Objekten wahrnehmen kann. Also wenn ich jetzt etwas in der Hand halte, dann weiß ich, ist es schwer. Also natürlich können wir nicht in Gramm und Kilogramm messen, aber wir können natürlich Gewichte von Objekten hier unterscheiden. Durch laterale Bewegungen hier auf dem Objekt mit der Hand können wir etwas über die Textur, die Oberflächenbeschaffenheit von diesen die Oberflächenbeschaffenheit der Objekte erfahren. Wenn wir auf ein Objekt hier drücken, dann können wir natürlich die Deformation hier wahrnehmen, auch haptisch, also nicht visuell jetzt, dass man sieht, dass sich was deformiert hat, aber wenn man auch die Augen zumacht und man nimmt einen Softball und drückt rein, dann merkt man auch, dass tatsächlich das soft oder hart ist. Wir können etwas über die globale Form von einem Objekt erfahren, denn die Form von diesem Behälter hier oder von dieser Cola-Dose ist irgendwie assoziiert mit den Gelenkwinkeln der Hand oder der Finger der Hand. Ja, das heißt, eigentlich können wir die Form von Objekten auf diese Art und Weise explorieren. Und zwar global. Wir können auch etwas über die lokalen Eigenschaften von Objekten erfahren, indem wir hier mit dem Finger entlang einer Kontur vielleicht mal uns bewegen und dann können wir eine 2D-Karte von dem Objekt bilden. Und
Geschweige denn, dass wir natürlich die Temperatur von einer Oberfläche, indem wir nur einen statischen Kontakt mit dieser Oberfläche hier herstellen können, dass wir das auch auf diese Art und Weise beziehungsweise mit Hilfe von diesem unglaublichen haptischen Sensorsystem des Menschen wahrnehmen können. So, also das ist, was wir in der Haut haben, und somit wird es klar, hier nur ein paar Beispiele für bekannte Propriozeptoren. Das heißt, das sind Sensoren, die tatsächlich interne Sensoren im Körper, also die für uns Position, Kräfte und so weiter und so fort von Gelenken, also Position von Gelenken beziehungsweise Kräfte in den Muskeln messen können. Und da sieht man hier, das ist immer das gleiche Prinzip. Ich will jetzt hier nicht auf die Details eingehen, aber wir haben ja Haut, wir nehmen was auf und dann wird irgendwas hier zu einem Muskel geschickt. Ein sehr bekannter Propriozeptor ist der Muskelspindel, ja, und der verläuft parallel zu den Muskelfasern. Und der wird von diesen gamma-efferenten Neuronen kontrolliert. Ja? Also die Länge von dem Muskel wird von den gamma-efferenten Neuronen kontrolliert. Und die Streckung von einem Muskel natürlich hat zur Ursache oder verursacht eine Streckung von der Muskelfaser. Und diese Nerven hier, die sogenannten LA-afferenten Nerven, die senden dann diese Signale zum Rückenmark, damit man tatsächlich die Position dann von einem Muskel oder die Streckung von einem Muskel hier messen kann. Ein bekanntes Propriozeptor zum Beispiel hier ist der Golgi-Tendon-Organ, ja, der misst die Kräfte oder die Verspannung in einem Muskel und modelliert auch die Kraftänderung. Also das heißt so, dass man die richtige Menge an Kraft ausübt in einem Muskel, ja, um eine Überlastung und Ähnliches hier zu vermeiden. Die anderen, die haben wir kennengelernt, also die Ruffini bzw. die Purkinjen-Kapseln, das sind ja oder Rezeptoren, das sind ja Teil von diesem haptischen, also von diesem Sensorsystem für die Oberflächensensitivität. Genau, somit will ich das Thema auch abschließen und komme zum letzten Unterabschnitt in diesem Kapitel. Und zwar, wie kommen wir tatsächlich von diesen Modellen des menschlichen Körpers mit diesen vielen Knochen, über 600 Muskeln, über 300 Gelenke und so weiter und so fort, zu Modellen des menschlichen Körpers, die wir brauchen, damit wir solche Exoskelette entwerfen. Ja? Also man kann sich vorstellen, wenn wir so ein Exoskelett hier, ein augmentierendes Exoskelett entwickeln wollen, dann muss ja wie maßgeschneidert eigentlich am menschlichen Körper sitzen. Das heißt, nicht nur die Dimensionen, sondern da muss er so gestaltet werden, dass die Beschaffenheit auch der Kontaktflächen zum menschlichen Körper, zu den unterschiedlichen Ausprägungen der Muskeln beim Menschen auch so optimal passt, wie so ein Anzug. Ja. Natürlich gibt es sehr genaue Modelle vom menschlichen Körper, sehr genaue anatomische Modelle, die zum Beispiel aus Bilddaten entstehen, beziehungsweise aus sehr genauen Scannern. Aber diese Modelle, die können nicht immer für das Design oder für die Steuerung von Exoskeletten oder von humanoiden Robotern verwendet werden, weil sie zum Beispiel sehr rechenintensiv sind. Und deshalb ist man nach wie vor auf der Suche nach so ein Referenzmodell, was man so gerne nehmen könnte und sagen, okay, damit kann ich jetzt personalisierte Exoskelette entwickeln. Also skalierbare Exoskelette, die skalierbar in deren Abmessungen und Beschaffenheit, anatomischer Beschaffenheit zum menschlichen Körper. Also für große, kleine, dicke, dünne Personen. Ja?
Ich will nicht so viel über das Thema hier oder noch weiter motivieren, sondern ich will ein Modell hier vorstellen, was wir hier seit Jahren entwickeln in der Gruppe. Und zwar, das ist ein Referenzmodell des menschlichen Körpers, wie wir gleich sehen werden. Und das ist nicht nur für das Design von Exoskeletten, sondern von humanoiden Robotern. Und auch für die Programmierung von diesen Robotern, insbesondere mit Hilfe von Methoden des Imitationslernens, also der Bewegungsübertragung von Menschen auf technische Systeme, auf humanoide Roboter oder auf Exoskelette. Und die Besonderheit von diesem Modell, was wir hier entwickelt haben, dass wir mit einem Rahmenwerk zwei Sachen erschlagen. Auf der einen Seite natürlich ein Modell des Körpers, und wenn wir über Modell reden, dann interessieren uns natürlich die Gelenke, die Segmentlängen, die Massen, Schwerpunkte der einzelnen Segmente, Massenschwerpunkt des Körpers und so weiter und so fort. Also einmal ein Modell, kinematisch und dynamisch, und vielleicht am besten ein Modell, was man so skalieren kann. Ja, in Abhängigkeit von der Größe einer Person oder in Abhängigkeit vom Gewicht einer Person. Und das Zweite, dass wir mit Hilfe von diesem Framework, was wir Massamotor Map nennen, es schaffen einheitliche Datenstrukturen für die Übertragung von motorischer Information zwischen unterschiedlichen Embodiments zu realisieren. Und wie funktioniert das Ganze? Also die Idee ist hier dargestellt, das heißt ein Framework, mit dem man die Erfassung von Bewegungen, wir haben ja unterschiedliche Systeme kennengelernt heute oder in den letzten Vorlesungen, mit denen man Bewegungen des Menschen wahrnimmt, also zum Beispiel mit gelabelten, reflektierenden, passiven Markern, mit aktiven Markern, mit IMUs, mit Kraftmessplatten und mit mechanischen Sensoren vielleicht, die am Körper angebracht sind. Da könnt ihr euch vorstellen, jeder von euch, der jetzt ein Exoskelett entwickelt, nimmt die Bewegungen von einem Menschen mit einem unterschiedlichen System auf. Also einmal haben wir überhaupt keine Marker, weil jemand kennt sich so gut in Bildverarbeitung und kann alle Gelenkwinkel und Geschwindigkeiten und so weiter aus Bilddaten zum Beispiel, aus Kameradaten generieren. Der andere sagt, nee, das ist mir zu aufwendig, vielleicht gibt es keine Expertise, vielleicht ist es technisch noch nicht machbar oder wissenschaftlich noch nicht machbar, dass man aus rein Bilddaten alle möglichen Informationen bekommt, und zwar über die Hand zum Beispiel und an die Artikulationen des Körpers. Deshalb sagt man, ich nehme mal 100 Marker und klebe sie auf dem Körper an bestimmten anatomischen Landmarken, damit ich die Information kriege, die ich brauche. Andere Leute sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber ich brauche noch die Kraftinformation, weil ich beim Laufen zum Beispiel die Bodenreaktionskräfte untersuchen will. Ja? Und ich brauche irgendwelche anderen Informationen, Beschleunigung vom Körper und Ähnliches. Und man sieht hier, und das ist tatsächlich, was in der Literatur zu finden ist, es gibt auch in der Biomechanik selber große Menge von Daten, die aber unterschiedlich sind, weil sie unterschiedlich aufgezeichnet wurden mit unterschiedlichen Sensoren zu unterschiedlichen Anwendungen. Und momentan ist es in der Regel schwierig, diese Daten zu benutzen von anderen Personen, solange natürlich die Daten öffentlich verfügbar sind, weil es kein einheitliches Format gibt. Und das ist, was wir mit diesem Massamotor Map machen. Das heißt, wir haben einmal ein Referenzmodell des menschlichen Körpers und einmal ein einheitliches Datenformat, der besagt tatsächlich, wie die Informationen, wie Bewegungsdaten des menschlichen Körpers in einer Datenbank abgelegt werden, also in dieser Motion Database abgelegt werden sollen. Um diese Daten hier in dieses Format zu bringen, natürlich brauchen wir diese Konverter hier von dem jeweiligen Bewegungserfassungssystem zu diesem einheitlichen MMM-Format.
Wenn wir das haben, dann können wir Bewegungsdaten, die zum Beispiel hier bei uns aufgezeichnet wurden, die am Sportinstitut in Karlsruhe, die an der CMU in den USA, die an beliebigen Orten aufgezeichnet sind, solange diese Daten öffentlich verfügbar sind, können wir sie nehmen und mithilfe von diesen Konvertern dieses einheitliche Format bringen. Und dadurch hat man wirklich Big Data, um Bewegungsanalyse des Menschen zu machen. Ja, also wo man nicht nur mit den klassischen Methoden der Biomechanik hier arbeiten kann, sondern mit aktuellen Methoden des Deep Learning, neuronalen Netzen, um mit großen Datenmengen irgendwelche Analysen oder Studien oder Forschungsarbeiten durchführen zu können. Das heißt, schon mal bis hierher ist ein Riesengewinn. Ja? Also dieser Anspruch, alle verfügbaren Daten zu menschlicher Bewegung in so einem einheitlichen Rahmenwerk zu repräsentieren. Und zwar nicht nur in Form von Bildern, sondern in Form von Datenstrukturen und Modelle, also Modelle, die man im Rechner verwenden kann. Das ist schon mal, also schon mal unglaublich viel. Wir wollen ja aber Roboter designen, wir wollen Roboter programmieren, indem sie gucken, wie Menschen bestimmte Aufgaben ausführen. Und deshalb sind diese Daten und diese Modelle auch dafür notwendig. Wenn wir Exoskelette entwickeln wollen, dann können wir natürlich Segmentlängen beispielsweise von dem Exoskelett basierend auf dieses Referenzmodell parametrisieren bzw. bestimmen. Das heißt, wenn wir sowas machen können oder Bewegungsanalyse machen wollen, dann können wir diesen riesen Pool an Daten, was nicht nur aus einer einzigen Gruppe stammt, sondern vielleicht an allen Gruppen, die für Open Source Data sind und die bereit sind, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, dann können wir diese Daten nehmen und können wir Bewegungen für beliebige Roboter, natürlich am einfachsten für humanoide Roboter, weil die Kinematik dann sich nicht so sehr unterscheidet zum Menschen. Wir können Rendering und Visualisierung von menschlichen Aktivitäten. Wir können Aktionserkennung, weil diese Daten sind hervorragende Ground-Truth-Daten, um beliebige oder um Aktionserkennungs- oder Klassifikationssysteme zu benchmarken. Und wir können Bewegungsanalyse damit betreiben. So, das heißt, man sieht eigentlich, und ich wünschte, ich könnte jetzt hier annotieren, das sind zwei zentralen Komponenten in dieser Massamotor Map. Einmal ein Referenzmodell des menschlichen Körpers, auf den ich gleich eingehen werde, und einmal dieses einheitliche Datenformat, was durch Konverter von beliebigen Bewegungserfassungssystemen zu diesem, mithilfe von diesem Referenzmodell, das Ganze in dieses einheitliche Format bringt und von dort aus zur Generierung von Bewegungen für unterschiedliche Roboter, zum Rendering, zur Aktionserkennung oder Bewegungsanalyse verwendet werden kann. Aber lass mich mal kurz etwas über dieses Modell. Ja, also das heißt, wir reden jetzt hier über diesen Teil, dieses Referenzmodell vom menschlichen Körper. Und es gibt hier in der Literatur viele Vorschläge, wie man tatsächlich den menschlichen Körper modelliert, also kinematische Modelle oder dynamische Modelle. Und eins von denen kommt auch aus der Biomechanik von Winter zum Beispiel, der sagt, dass man oder der gibt ein Modell des menschlichen Körpers mit einem einzigen globalen Parameter, und zwar die Größe einer Person. Das heißt, wenn ich diese große H habe, dann kann ich die einzelnen Segmentlängen, Abstände zwischen Gelenken, Größe vom Kopf und so weiter und so fort anhand von diesem globalen Parameter bestimmen. Und das war für uns die Quelle der Inspiration beim Design von oder beim Entwurf von unserem Modell. Und unser Modell ist kinematisch, dynamisch, statistisch, anthropomorph und ist tatsächlich in einem Rechner, in einem Standardformat dargestellt. Das Modell, ja, also das Modell, wie wir gleich sehen werden. Und die Software ist auch vorhanden und kann jeder von euch benutzen.
So, also der besteht aus drei Teilen, wie wir sehen, Kinematik, Dynamik und statistisch bzw. anthropomorphisch. Ja? Was bedeutet kinematisch? Kinematisches Modell wissen wir, das heißt die Anordnung der Gelenke, Anzahl der Gelenke und so weiter und so fort, wie die Orientierungen oder die Winkel in den Gelenken dargestellt werden. Das ist das Modell, also dieses MMM-Modell, Massa-Motor-Map-Modell des menschlichen Körpers mit 104 Freiheitsgraden, 46 davon für beide Hände. Und die Parameter sind natürlich die Gelenke, die Segmentlängen, die braucht man ja, damit man praktisch diese Baumstruktur vom kinematischen Modell beschreiben kann. Und die Notation, in der die Orientierung von Gelenken dargestellt wird. Also, und in dem Fall hier die Euler-Winkelkonvention zur Darstellung von Rotationen oder von Gelenken der einzelnen Achsen. So, das ist Kinematik. Dynamik bedeutet dynamische Eigenschaften von Segmenten des Körpers. Also zum Beispiel Masse und Länge von einem Segment. Da sieht man hier die Massenschwerpunkte der einzelnen Segmente und die Anordnung bzw. diese geometrische Darstellung, die soll auch eine Beschreibung von den Trägheitsmomenten der einzelnen Segmente hier angeben. Dann seht ihr der Massenschwerpunkt vom ganzen Körper und das sind natürlich Parameter des dynamischen Modells, die aus der Literatur stammen. Und wie wahrscheinlich viele von euch wissen, ist es gar nicht so trivial oder einfach, sehr genaue dynamische Modelle vom menschlichen Körper und sogar dynamische Modelle, die man einfach so parametrisieren kann und sagt, ich will einen humanoiden Roboter oder ein Exoskelett für jemanden, ein humanoiden Roboter, der 70 Kilogramm wiegt, wie groß oder wie schwer sind die einzelnen Segmente, oder ein Exoskelett für jemanden, der 70 oder 75 Kilogramm wiegt, wie soll das sein? Das ist klar, dass die Variabilität unglaublich groß ist, aber das sind hier Daten, die auf der einen Seite aus der Literatur stammen und aus der anderen Seite versuchen wir, dieses dynamische Modell so gut wie möglich zu verbessern aus neuen Erkenntnissen, zum Beispiel aus genaueren Messungen von dynamischen Eigenschaften des menschlichen Körpers. Das dritte Modell ist tatsächlich das statistische bzw. anthropomorphe Modell und das basiert auf Arbeiten von Winter, ja, wo er so ein Modell vorgeschlagen hat, ja, der sagt, dass alle Segmentlängen im menschlichen Körper sind Funktion von einer globalen Größe. Die globale Größe hier sieht man 1000 mm, glaube ich, hier in dem Fall. Und basierend daraus kann man, also man kann sich vorstellen, das ist ein Haar, die Höhe. Ja? Und basierend darauf kann man sagen, der Oberarm ist 188, der Unterarm ist 145 und so, die Hand ist 108 und so weiter und so fort. Ja? Also bei einem Meter große Person ist das hier 108 und so weiter. Man kann sich vorstellen oder man kann ahnen, dass es natürlich nicht für alle Größen funktionieren könnte, weil ein Meter Kinder und dann Erwachsene und so weiter. Aber das ist jetzt nicht so der zentrale Punkt von der Sache, sondern wir arbeiten auch daran, dass wir beispielsweise unterschiedliche Klassen von diesen Modellen zur Verfügung stellen. Aber die Idee dahinter ist, dass man tatsächlich anhand von globalen Parametern wie die Größe einer Person, die Masse, anhand von globalen Parametern wie die Größe einer Person bzw. Gewicht einer Person, die Segmentlängen bzw. Segmenteigenschaften wie Massen oder Massenschwerpunkte der Segmente hier berechnen können. Und da gibt es in der Biomechanik-Literatur, aber auch vermehrt in der Medizintechnik oder medizinischen Bildgebung hier aktuellere Arbeiten, mit denen man genauere Modelle hier vom menschlichen Körper versucht herzuleiten. Genau, damit kommen wir zum Ende von diesem Teil und auch zum Ende von diesem Kapitel. Und was wir hier
behandelt haben heute, war natürlich oder in der letzten Vorlesung und heute der Laufzyklus, insbesondere Verläufe, Drehmomente, Bewegungsräume der einzelnen Gelenke beim Laufen, die Bodenreaktionskraft, also die ganze Kinematik während des Laufens. Und dann haben wir heute und das letzte Mal die Motoneuronen, die Sensorrezeptoren, Reflexe und haben wir unsere Massa-Motor-Map als ein Vorschlag für ein Referenzmodell des menschlichen Körpers hier vorgestellt. Genau, und somit komme ich zum Ende hier von diesem Kapitel, von Kapitel 2 und würde auch hier mit der Vorlesung aufhören und Fragen beantworten.